Freunde, da bin ich jetzt nochmal wieder. Wir werden jetzt auf Marvin, nochmal Marvin da nochmal reagieren. Ich bin gespannt, was er da macht. Er singt Skandal im Sperrbezirk, Freunde. Lasst auf jeden Fall die Daumen sprechen. Ich bin wirklich gespannt, was uns erwartet, überzeugen kann oder nicht. Wir hören jetzt mal rein, was der junge Mann da so bietet. Also los geht es. Viel Spaß dabei. Dich inseriert und wenn dich deine Frau nicht liebt, wie gut, dass es hier Rosi gibt und draußen vor der großen Stadt. Ist jetzt nicht so schlecht, muss ich sagen, aber ich glaube, er schreit das halt so ein bisschen, finde ich, wenn er das singt. Aber jetzt im Gesamtkomplett kann ich sagen, gut, also so schlecht fand ich das nicht. Wir hören jetzt mal weiter und dann können wir natürlich zu unserem Fazit. Los geht's. Skandal! Stadt stehen die Noten, sich die Füße blatt. Skandal! Im Sperrbezirk, Skandal! Im Sperrbezirk, Skandal! Doch, hat er ja ganz gut gesungen, muss ich sagen. Vielleicht ein bisschen geschrien, sodass die SCC gesagt haben, nee, er kommt halt nicht weiter. Aber ich fand das schon sehr gut. Es gab Kandidaten, die waren schlechter, sind weitergekommen, deswegen alles okay. Muss man zu sagen, natürlich, wenn du das Video natürlich hier sehen solltest, hast du ganz gut gemacht. Also es gab wirklich Leute, die viel schlechter waren. Cooler Song auch, Skandal im Sperrbezirk, man kennt es alles, Freunde. So, jetzt seid ihr gefragt natürlich, was sagt ihr dazu? Vergesst auf jeden Fall jetzt nicht, diesen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu drücken. Und wir sehen uns natürlich bei der nächsten Reaction zu DSDS wieder hier. Bis dann.